Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Chakra-Yoga-Stunde, Chakra-Yoga 7, die letzte Stunde auf unserer Reise durch die Körper- oder Energiezentren. Schön, dass du wieder dabei bist. Schön, dass du auch diese letzte Stunde mit praktizieren möchtest auf dem Weg von der Materie ins Bewusstsein zur Erleuchtung. Dieses Zentrum befindet sich überhalb unseres Kronen- oder unseres Scheitelpunktes, unserer Krone. Also in einigen Schriften steht es, dass es direkt hier drauf liegt. In vielen Schriften findet man, dass es eher so ein paar Zentimeter drüber liegt und sich auch nach oben öffnet. Was erwartet uns hier oben? Glückseligkeit, Wonne, Stille, Frieden, sicherlich die Dinge, nach denen wir alle suchen oder streben. Und dieses Zentrum möchte uns daran erinnern, dass diese Dinge niemals im Außen zu finden sind, sondern immer, immer, immer in uns selbst. Und dazu braucht es die Reflexion, dazu braucht es die Arbeit an diesen unteren 6 Zentren, um die verschiedenen Stufen zu durchschreiten, um sich mit den Themen auseinanderzusetzen, um zu reflektieren, um die Schatten anzunehmen, um hier oben in diesem Zentrum dann in der Glückseligkeit, in der Wonne und vor allen Dingen in der Stille anzukommen. Das heißt, diese Praxis würde grundsätzlich nur aus einer Meditation bestehen. Was heißt nur? Die Meditation bringt uns genau in diese Tiefe und in diese Stille hinein, bringt uns in die Einsicht und auch in die Verbindung zwischen den beiden Polen, dem untersten Bereich, wo es heißt, dass die Kundalini-Energie sitzt, die wir mit dem Weg durch die Chakren einladen wollen, aufzusteigen. Und diese Energie, also hier sitzt sicherlich keine Schlange in unserem Beckenbereich. Und dennoch wird es als Bewusstseinsenergie bezeichnet, die hier schläft. Und je mehr wir mit uns arbeiten, je mehr wir den Yoga und auch alle anderen Weisheitspraktiken in den Alltag transportieren, je mehr erwacht diese Schlange und wird zum Aufsteigen angeregt. Und je mehr sie aufsteigt, desto mehr verlassen wir die Dinge, die uns halten in den Polaritäten, die uns auch leiden lassen. Und je mehr wir hier in die Bewusstseinsebene reinsteigen, eintauchen, desto ruhiger wird es, desto stiller wird es, desto friedlicher wird es. In diesem oberen Bereich gibt es keine Elemente mehr, es gibt keine Töne mehr, also hier waren wir ja noch beim Om, hier oben ist einfach pure, reine Stille. Im Yoga Sutra heißt es, Yoga ist das zur Ruhe bringen der Gedanken im Geist. Das wäre eine Zieldefinition vom Yoga und das ist ein langer Weg, es ist aber ein machbarer Weg. Und so die Einladung für dich in dieser heutigen Stunde, dich mit dem Aspekt von Stille auseinanderzusetzen. Wir werden trotzdem die Haltung praktizieren, wie du sie kennst. Wir werden auch die Sonnengröße praktizieren. Aber wenn du in den Haltungen bist, dann versuche aus dem Körperlichen heraus, aus dem Ego heraus, das heißt Ego, dieses Vergleichen oder schaffe ich es jetzt, schaffe ich es nicht oder bin ich gut, bin ich nicht, das gibt es hier oben nicht mehr. Hier oben gibt es einfach nur noch ein Sein in dem Moment, so wie es jetzt gerade ist. Entweder der Kopfstand klappt oder er klappt nicht, da gibt es keine Bewertung. Entweder ich kann die Haltung, ich komme mit dem Kopf zu den Füßen in der Vorwärtsbeuge oder eben nicht, da gibt es keine Bewertung. Und mit dieser Qualität möchte ich dich heute gern mit in diese Stunde hineinnehmen. Kein Streben, keine Leistung, kein Schauen, was ist gut, was ist nicht gut, sondern einfach sein, zufrieden sein. Finde einen Sitz deiner Wahl und richte die Wirbelsäule gut auf, bring die Schultern einmal in einem großen Kreis nach hinten und nach unten. Lass die Krone des Kopfes nach oben streben und lass deine Sitzbeinhöcker schwer in den Boden wandern. Atme gern einmal ruhig und tief ein, atme lang wieder aus. Lass alles los, was dich gerade noch beschäftigt. Spüre dich in deinem ganz puren Sein.
Suche und finde den Kontakt zu deinem Atem, spüre, wie der Atem kommt und wieder geht. Spüre über den Atem, wo du gerade stehst, was du eventuell noch verändern kannst, dass der Atem ruhiger, gleichmäßiger und tiefer werden kann. Und dann lenke bitte die Aufmerksamkeit zu deiner Krone, zum Scheitelpunkt. Spüre dich für einen Moment zu diesem Punkt, zu diesem Zentrum, Sahasrara Chakra, tausendblättriger Lotus. Die tausend steht für die Unendlichkeit. Der Lotus, der im Schlamm zu Hause ist und trotzdem eine wunderbare Blüte zum Vorschein bringt, unser eigener Erkenntnisweg, der sich darin spiegelt, aus der Dunkelheit zum Licht. Dieses Zentrum wird auch übersetzt mit Tor des Bewusstseins oder Brahmans Tor zur Alleinheit, zur Verbundenheit. Sind wir hier oben angekommen, haben wir den Weg durch die anderen Zentren durchschritten, sind uns begegnet auf den verschiedensten Wegen, an den verschiedensten Orten. Hier haben wir alles integriert und hier gibt es nur noch eins. Hier oben gehe ich auf im Universum, im Göttlichen, in der Natur, in allem, was mich umgibt. Hier oben habe ich verstanden, dass ich nicht ein individuelles Wesen getrennt von allen anderen bin, sondern dass ich eine Zelle im großen Kosmos bin, jede einzelne Zelle wichtig. Jedes Zusammenspiel wirkt sich auf das große Ganze aus. Bring bitte die Hände vor dem Herzen zusammen zu Anjali Mudra. Atme hier tief und vollständig ein. Atme lang wieder aus. Finde deine Intention für diese heutige Stunde, die letzte Stunde auf der Reise durch die Energiezentren. Greife bitte den Ujjayi-Atem auf. Lass deine Hände so, wie sie sind, mit den Fingerspitzen, mit den Zeigefinger, Daumen zusammen, öffne die Hände und bring die Hände in Richtung unteren Bauch. Bring Zeigefinger und Daumen zusammen, leg die Hände auf deine Oberschenkel ins Dhyana Mudra. Bring langsam mit dem Ujjayi-Einatmen die Hände über dem Kopf zusammen und lass über dem Kopf eine Lotusblüte entstehen. Mit dem Ausatmen führst du diese Lotusblüte langsam wieder zum Herzen, die Energie hier verschließend in dein Herz sammelnd, öffnest du sie in dein Zentrum wieder hinein, um dann wieder in die Geste der Konzentration zu gehen, hier über deinem Scheitelpunkt eine Lotusblüte zu formen, mit dem Ausatmen die Energie des Universums zum Herzen zu bringen, sie hier zu sammeln und im Körper zu verteilen. Und das mach gern noch einige Male in deinem eigenen Atemrhythmus. Du kannst du für die Augen schließen und dich einfach auf die Feinheit der Bewegung und damit verbunden den Energiefluss konzentrieren. Tanz der Lotusblüte,
Verbinde diesen Tanz, diese Gesten mit deinem Atem, vollste Konzentration. Yogas Chitta Vritti Niroda. Yogas, das zur Ruhe bringen der Gedanken im Geist. Da, wo du gerade bist, bist du 100%. Letzte Runde. Ein. Lotusblüte formen. Diese Energie über das dritte Auge zum Herzen ziehen. Hier halten. Verschließen. Ein Moment hier innehalten. Noch einmal den Weg zurückschauend, die unteren Energiezentren. Wurzel, Herz, drittes Auge, heute der Scheitelpunkt. Du brauchst eine stabile Basis, du brauchst die geöffneten anderen Zentren, um hier oben am Scheitelpunkt, an der Krone deines Kopfes, die Einheit erfahren zu können. Öffne gern deine Augen und komm auf deine Matte in den Vierfußstand und stell dich auf etwas Bewegung ein. Du kannst gern die Aufmerksamkeit an der Krone deines Kopfes halten, einfach hier. Wenn es dir hier schwerfällt, such dir einen anderen Punkt, aber arbeite mit der Konzentration, mit einem klaren Geist. Beobachte Bewertungen, nimm den Körper wahr, wie du ihn heute hier wahrnehmen kannst. Der Ujjayi-Atem sollte dich während der gesamten Stunde begleiten. Atme einmal ruhig und tief ein, komm in die Kuhhaltung, setz die Zehen um und ausatmen, schieb dich in den ersten herabschauenden Hund, lass den Rücken lang werden, Kopf ist entspannt. Atme hier ruhig und tief ein, strebe mit dem Scheitelpunkt nach unten Richtung Boden, Blick geht Richtung Bauchnabel oder Richtung Knie. Atme tief und ruhig wieder aus. Atme tief und vollständig ein, bring die Knie Richtung Boden zurück, komm in die Kuhhaltung. Ausatmend lass den Rücken einmal ganz rund werden. Einatmen in die Kuhhaltung, ausatmen zurück, Ardha Mukha Svanasana, herabschauender Hund, der Scheitelpunkt strebt nach unten Richtung Boden. Die Hände drückst du fest in den Boden, als wolltest du den Boden wegschieben, um den Rücken noch etwas mehr in die Länge zu bringen. Atme ruhig und tief Ujjayi ein. Atme lang und tief Ujjayi wieder aus. Einatmen, nimm den Blick bitte nach vorne zu deinen Händen. Lauf zu deinen Händen ein, halbe stehende Vorwärtsbeuge. Bring die Hände in den Bereich deiner Hüften und komm mit geraden Rücken nach oben. Steh einen Moment in Tadasana, spüre deine Erdung, spüre Parabandha, der Wurzel, der Fußverschluss und spüre Mulabandha, den Wurzelverschluss im Beckenbereich. Erde dich gut, weil du weißt, dass die Verbindung zu den unteren Zentren wichtig ist, um die Krone des Kopfes zu öffnen, den Scheitel, das Scheitelzentrum zu öffnen. Verlagere bitte das Gewicht auf deinen linken Fuß, löse deinen rechten Fuß, finde eine Variante, um in Vrikshasana, den Baum, zu kommen. Hier kannst du vor dem Herzen die Lotusblüte nochmal entstehen lassen, den Kelch. Einatmen hier, ausatmen für die Hände vor dem Herzen zusammen und bring dann beide Hände über den Kopf. Konzentration, Ausgerichtetheit im Geist, ruhiger, tiefer, gleichmäßiger Atem.
Stille. Langsam komm wieder aus der Haltung heraus. Bring den rechten Fuß wieder Richtung Boden zurück. Bleib einen Moment hier in Samasthiti. Erde dich gut, spüre die Füße. Padabandhas-Gesetz, die vier Punkte an jedem Fuß. Mula Bandha ist gesetzt, Beckenbodenverschluss. Leicht den Bauch innen halten, um dich hier gut zu zentrieren. Du brauchst die unteren Zentren, um dich oben zu öffnen. Löse bitte langsam, wenn es für dich angenehm ist, den linken Fuß vom Boden. Finde eine Position deiner Wahl. Bring die Hände wieder vor dem Herzen ins Lotus Mudra. Ohne Bewertung sei im Moment. Ujjayi Atem höre für dich. Bring die Hände ins Anjali Mudra und wenn du möchtest, die Hände über den Kopf. Ruhiger, gleichmäßiger, tiefer ein. Ruhiger, gleichmäßiger, tiefer ausatmen. Einatmen hier, ausatmen, langsam wieder zurück. Samastheti, spüre einen Moment. Um dann langsam einatmen, beide Arme nach oben zu bringen. Affirmation, ich bin das. Ich bin das Göttliche, das Universum, das große Ganze. Wähle dein eigenes Wort, wenn das Göttliche für dich nicht stimmig ist. Einatmen hier, ausatmen in die Vorwärtsbeuge, nimm die Unterstützung, die du brauchst. Kopf ist entspannt. Einatmen, halbe stehende Vorwärtsbeuge, langer Rücken. Rechter Fuß geht bitte einen großen Schritt zurück, setz das rechte Knie zum Boden ein, beide Arme gehen nach oben. Ausatmen, tritt bitte zurück in den herabschauenden Hund. Einatmen, bring die Schultern über die Handgelenke. Ausatmen, Knie, Brust, Bein, Kinn. Einatmen, Bhujangasana. Ausatmen, Adho Mukha Svanasana. Einatmen, hol dir den rechten Fuß nach vorn. Linkes Knie setz auf, beide Arme gehen nach oben. Ausatmen, die Hände zum Boden stehende Vorwärtsbeuge. Einatmen, halbe stehende Vorwärtsbeuge, langer Rücken. Ausatmen, wieder loslassen. Einatmen, Arme gehen über den Kopf, Lotusblüte formen. Ausatmen, die Lotusblüte zum Herzen führen. Hände gehen ins Anjali Mudra. Einatmen, die Arme gehen weit nach oben. Ich bin das. Ausatmen, die Arme zum Boden. Einatmen, halbe Vorbeuge. Linker Fuß geht einen großen Schritt zurück, Knie zum Boden. Einatmen, beide Arme nach oben. Ausatmen, tritt zurück in den herabschauenden Hund. Einatmen, Schultern über die Handgelenke. Ausatmen, Knie, Brust, Bein, Kinn. Einatmen, Bhujangasana, Cobra. Ausatmen, der Adho Mukha Svanasana, herabschauender Hund. Einatmen, links kommt nach vorn. Rechtes Knie setzt auf, Arme gehen weit nach oben, öffne. Ausatmen, stehende Vorwärtsbeuge, Uttanasana. Einatmen, halbe stehende Vorwärtsbeuge, langer Rücken. Ausatmen, wieder loslassen. Einatmen, bring die Arme über den Kopf, Lotusblüte formen. Ausatmen, Lotusblüte zum Herzen bringen. Einatmen hier, ausatmen, Anjali Mudra. Noch eine Runde so, einatmen, Arme über den Kopf. Ich bin das. Ausatmen, Vorwärtsbeuge.
Einatmen, halbe stehende Vorwärtsbeuge, so ham. Ausatmen, rechtes Bein geht zum Boden, rechtes Knie. Ein. Ausatmend in den herabschauenden Hund. Ein. Und wieder aus. Einatmen, Bhujangasana. Ausatmen, Adho Mukha Svanasana. Einatmen, rechter Fuß kommt nach vorn, linkes Knie setzt auf, Arme gehen nach oben. Ein und wieder aus in die stehende Vorwärtsbeuge. Einatmen, halbe stehende Vorwärtsbeuge. Ausatmend, wieder loslassen. Einatmen, bring die Arme nach oben, Lotusblüte formen, Mudra. Ausatmen, zieh diese zum Herzen. Einatmen hier, ausatmen, Hände schließen. Letzte Runde so einatmen und wieder aus. Einatmen, halbe stehende Vorwärtsbeuge, so ham. Linker Fuß geht zurück, Knie zum Boden, einatmen, beide Arme gehen nach oben, ham, so, das bin ich. Ausatmen, die Hände zum Boden zurück in den herabschauenden Hund. Einatmen in den Liegestütz, ausatmen, Knie, Brustbein, Kinn. Einatmen, Bhujangasana, ausatmen, zurück, Adho Mukha Svanasana. Einatmen, links kommt nach vorn, rechtes Knie geht zum Boden, Arme gehen nach oben. Das bin ich. Ein hier, ausatmen, die Hände zum Boden, stehende Vorwärtsbeuge. Einatmen, halbe stehende Vorwärtsbeuge, langer Rücken. Ausatmen, wieder loslassen. Einatmen, bring die Arme weit nach oben. Form deinen Kelch, zieh die Lotusblüte zum Herzen. Einatmen hier. Ausatmen, die Hände schließen. Tadasana, du stehst und spürst bitte einen Moment nach. Einatmen, bring die Arme weit nach oben, stille spüren, Scheitelpunkt wahrnehmen. Ausatmen, Hände zum Boden. Einatmen, halbe stehende Vorwärtsbeuge, langer Rücken. Aus dieser Position mach bitte einen großen Schritt zurück, Liegestütz. Einatmen, hier, so, ham. Ich bin das. Ausatmen, Knie, Brustbein, Kinn. Einatmen, Bhujangasana. Ausatmen, zurück, Adho Mukha Svanasana. Hol dir bitte deinen rechten Fuß nach vorn. Setz den linken Fuß im 90-Grad-Winkel auf. Achte darauf, dass das rechte Knie nach außen rotiert bleibt. Komm hier an, Virabhadrasana 2. Durchschreite die unteren Zentren, erinnere dich, die Stabilität, die Erdung, die so wichtig ist, um die Reise nach oben überhaupt antreten zu können. Atme hier tief ein, setz dich tief, Virabhadrasana 2. Einatmen hier, ausatmen halten. Einatmen in die Reverse-Variante öffne. Ausatmend. Komm, Inotita Pashvakonasana Variation. Einatmen, wieder zurück in den friedvollen Krieger. Ausatmen, Dodita Pashvakonasana Variation. Einatmen, wieder in den friedvollen Krieger. Ausatmen, Dodita Pashvakonasana Variation. Letztes Mal so. Einatmen, friedvoller Krieger. Und ausatmen, Udita Pashvakonasana, hier bleibe, richte dich aus, du kannst gern auch die Hand zum Boden oder auf eine Unterlage setzen. Wichtig ist, dass du dich dabei wohlfühlst und die Erinnerung, kein Ego, kein Leistungsdruck, da wo du bist, das ist richtig. Tiefer Atem ein, wenn du möchtest, kann der Blick zu deiner linken Hand gehen.
lang wieder aus. Einatmen, richte dich auf, Virabhadrasana, zwei, setz dich tief. Ausatmen, streck das vordere Bein einmal durch. Dreh den rechten Fuß um, den linken einmal auf. Der tanzende Krieger oder die Kriegerin auf der anderen Seite. Einatmen, setz dich tief. Ausatmen, hier Virabhadrasana, zwei auf der anderen Seite. Stabilität spüren, weil du weißt, dass du nur mit dieser Basis wirklich wachsen kannst und Freude hast. Ein und wieder aus. Der tanzende Krieger, einatmen in die Öffnung hinein, Beinhaltung bleibt unberührt. Ausatmen, Uttita Parshvakonasana, der gestreckte Seitwinkel hier. Einatmen wieder in die Öffnung und ausatmen in den Seitwinkel. Zweimal mehr einatmen in die Öffnung hinein, dein Rhythmus führt. Ausatmen in den Seitwinkel. Letztes Mal so, einatmen in die Öffnung und ausatmen, deine Variante von Uttita Parshvakonasana. Du kannst gern auch in die tiefere Variante gehen. Wichtig ist, du bleibst seitlich in der Öffnung. Blick kann gern zu deiner rechten Hand gehen. Ruhiger, tiefer ein, langer wieder ausatmen. Nichts spüren außer den Moment. Ein. Wieder aus. Einatmen über Virabhadrasana, zwei nach oben kommen. Ausatmen, das Ganze auflösen. Und dann kannst du dich gern wieder zu deiner rechten Seite drehen. Einatmen, beide Arme weit nach oben. Ausatmen, löse die hintere linke Ferse. Tritt zurück in den herabschauenden Hund. Einatmen, bring die Schultern über die Handgelenke. Ausatmen, wie ein Brett am Boden ablegen. Einatmen, Bhujangasana, Soham. Ausatmen, zurück in den herabschauenden Hund. Ham, so, das bin ich. Einatmen hier, ausatmen bleiben. Noch vier tiefe Atemzüge kommen ganz dort an, wo du gerade bist. Hände drücken fest den Boden weg, lass den Rücken lang werden. Noch zwei tiefe Atemzüge ein. Ruhig wieder aus. Tief einatmen hier. Lang wieder aus. Einatmen, bring deine Knie Richtung Boden zurück, Blick und Herz nach vorn. Ausatmen, lass den Rücken rund werden, setz dich für einen Moment zurück in die Haltung des Kindes, spüre nach, komm an in der Stille, nimm wahr, was gerade wahrzunehmen ist. Der Atem für dich hörbar. Für dich fühlbar. Shirsasana, der Kopfstand oder eine Vorhaltung. Wenn du in den Kopfstand gehen möchtest, achte bitte gut darauf, dass du erstmal die Arme abmisst und dann wirklich eine stabile Basis schaffst. Wenn du den Kopfstand nicht praktizieren möchtest, dann gebe ich dir jetzt eine Alternative. Dann gehen wir zusammen in den Hasen hinein. Wichtig ist, dass du den Scheitelpunkt, das Scheitelpunktzentrum hier berührst, hier zum Boden bringst. Dafür kannst du gern diesen Scheitelpunkt einmal zum Boden bringen. Deine Hände können gern hier stützen. Und da, wo jetzt der Druck ist, da kannst du den Kopf noch ein bisschen mehr in den Boden reindrücken. Dadurch entsteht in den Wirbelkörpern etwas mehr Raum. Die Hände können gern am Boden bleiben. Du kannst aber auch gern deine Hände in deine Kniekehlen reinsetzen. Dann wird das ein bisschen intensiver, kann aber nichts passieren, dadurch, dass die Wirbelsäule ganz gerade ist. Wenn du noch weiter gehen möchtest, greifst du deine Hände hinter dem Rücken und bringst die Arme über den Kopf in Richtung Boden. Das ist eine gute Variante, in der du sein kannst, wenn du den Kopfstand nicht praktizieren möchtest, wenn du
den Kopfstand praktizieren möchtest, wirst du sicherlich schon drin sein. In beiden Varianten jetzt bitte 10 ruhige, tiefe, gleichmäßige Atemzüge ein und wieder aus. Stille geschehen lassen. Wenn du im Hasen bist, bring langsam deine Hände wieder Richtung Boden zurück. Wenn du im Kopfstand bist, stell dich langsam darauf ein, achtsam aus der Haltung zurückzukommen. In beiden Varianten gehst du alternativ in die Haltung des Kindes, Stirn zum Boden oder auf die Hände, spürst einen Moment hier nach. Bleibe präsent, übe dich in Achtsamkeit. So. Ich bin das. Das steht für Gott, für Universum, Natur, was auch immer deine Kraft ist, die dich morgens aufstehen lässt. Strecke bitte die Arme wieder nach vorn. Komm über den Vierfußstand, über die Kuhhaltung achtsam in den herabschauenden Hund. Bring bitte deine Schultern über die Handgelenke ein. Ausatmend, komm Richtung Boden. Einatmen, Bhujangasana oder heraufschauender Hund. Ausatmen, zurück in den herabschauenden Hund. Nimm den Blick bitte nach vorn zu deinen Händen, lauf nach vorne ein. Halbe stehende Vorwärtsbeuge, langer Rücken. Ausatmen, Uttanasana, Vorbeuge. Einatmen, halbe stehende Vorwärtsbeuge, langer Rücken. Löst die Fersen vom Boden, komm in die Hockposition, löst die Arme, roll langsam über die Füße ab und komm so auf den Rücken, in die Rückenlage hinein. Vorbereiten für Salambhasavangasana, der gestützte Schulterstand. Ist das heute deine Variante? Kannst du in den gestützten Schulterstand reingehen? Wenn das nicht deine Variante ist, dann nimmst du dir bitte ein Kissen, hebst das Gesäß hoch und legst das Kissen runter bis zu den ersten beiden Tagen deiner Periode, dann gehst du bitte hier in den liegenden Schmetterling hinein. Für den Schulterstand schwing deine Füße hinter den Kopf oder auf eine Unterlage, ruckel dich richtig schön auf deine Schultern, bring die Arme dicht zusammen, bring dann die Hände in den Rücken und löst dann bitte ein Bein nach dem anderen nach oben in den Schulterstand hinein. 10 Atemzüge. Stille. Bring langsam deine Füße Richtung Boden oder die Stirn zu den Knien. Komm in Halasana, den Flug. Du kannst die Hände lösen, die matten Ränder berühren oder noch einmal die Finger verhaken. Und dann zieh dein Becken, die Sitzbeinhöcker weit nach oben Richtung Decke und lass die Fersen weit nach hinten streben über den Kopf. Ruhiger, gleichmäßiger ein. Ruhiger, gleichmäßiger wieder ausatmen. Tief ein, tief wieder aus.
Stille spüren. Dann beug langsam die Knie, roll Wirbel für Wirbel aus dieser Haltung heraus. Wenn du möchtest, gibst du langsam deinem Bauch nochmal einen kleinen Impuls. Beine gestreckt lassen, Hände können an der Seite deines Körpers bleiben. Richte dich einmal auf und bring den Scheitelpunkt oder den Hinterkopf zum Boden. Bleibe hier ausgleichend zu den Umgehaltungen in Matsyasana. Stille. Einatmen, heb langsam den Kopf. Ausatmen, einen Moment in der Rückenlage nachspüren im Wahr, wie es dir gerade geht. Hol dir bitte dann die Knie zur Brust. Mach vielleicht noch ein, zwei Bewegungen für den Rücken. Und dann kannst du die Fußgelenke überkreuzen, dich einmal nach oben schwingen und über diesen Sitz bitte in die Liegestützposition kommen. Einatmen hier, ausatmen, wie ein Brett zum Boden ablegen. Einatmen, Bhujangasana, ausatmen, zurück, Adho Mukha Svanasana, herabschauen. Drei Atemzüge hier, Scheitelpunkt strebt nach unten. Hände drücken den Boden weg, sodass der Rücken sich noch länger anfühlt. Fersen streben zum Boden, kein Muss, sondern einfach nur eine Ausrichtung. Einatmen hier, ausatmen halten. Einatmen, nimm den Blick nach vorn, lauf ein. Halbe stehende Vorwärtsbeuge hier, löst die Fersen bitte vom Boden, komm langsam mit dem Gesäß wieder Richtung Boden, bring die Arme nach vorn, halt das Gleichgewicht, vollste Konzentration, einatmen, bring die Arme über den Kopf in die Lotusblüte, du kannst auch wieder Zeigefinger, Daumen sich berühren lassen, einatmen hier, ausatmen sein. Einatmen so, ausatmen ham, ich bin das. Bring langsam die Lotusblüte über das dritte Auge zum Herzen. Bring die Hände ins Anjali Mudra. Und dann langsam setz dich zum Boden. Nutz die Hände, um dich eventuell wieder richtig auf die Matte raufzusetzen, Dandasana. Die Stockhaltung brauchst du, eine Unterlage nimmst du dir gerne, ein Kissen unter das Gesäß. Der Rücken ist bitte ganz gerade, drück die Hände fest in den Boden, zieh die Schultern zurück, lass das Herz nach vorne strahlen. Einatmen, bring die Arme weit nach oben, ausatmen, komm in Paschimottanasana, Vorwärtsbeuge, Kopf ist in der Verlängerung deiner Wirbelsäule. 10 Atemzüge hier, Stille.
Einatmen, komm langsam wieder nach oben, beide Arme streben nach oben. Ausatmen, setz die Hände wieder an die Seite deiner Hüften, roll die Schultern zurück, lass das Herz nach vorne strahlen, bleibe konzentriert und ausgerichtet im Geist. Hol dir bitte dein rechtes Knie zum Oberkörper heran, bring den rechten Fuß an die Innenseite deines linken Oberschenkels, richte dich hier nochmal gut auf. Und dann bring langsam den Oberkörper für Janushirasana zu deinem linken gestreckten Bein. Kopf bleibt wieder in der Verlängerung der Wirbelsäule. Ruhiger, gleichmäßiger, tiefer Atem. Vollkommen im körperlichen Aufgehen. Den Geist bewusst dorthin lenken, wo dich in die Einheit führt, sodass Körper und Geist eins werden. Einatmen, bring beide Arme weit nach oben, zieh dich lang. Ausatmen, die Arme über die Seite wieder Richtung Boden, rechtes Knie heben. Bein wieder ausstrecken, hol dir dein linkes Bein zum Oberkörper, Rücken bitte gerade. Linker Fuß geht an die Innenseite deines rechten Oberschenkels, richte dich auf, nutze Hilfsmittel, so dass der Körper es einfacher hat. Und dann kannst du gerne beide Arme wieder heben und dich mit langem Oberkörper über das gestreckte rechte Bein legen, ruhiger, gleichmäßiger ein, wieder ausatmen. Ham, so, das bin ich. Das Bestreben eines jeden einzelnen Menschen letztendlich wieder in das Göttliche oder im Göttlichen ganz aufzugehen. Einatmen, die Arme gehen weit nach oben. Ausatmen, die Arme wieder zum Boden, linkes Knie kommt hoch. Beide Beine sind gestreckt an das einer Spüre. Bleibe achtsam, nimm wahr. Der Geist ist ausgerichtet hier. Einatmen, bring beide Arme weit nach oben. Ausatmen, setz die Hände hinterm Gesäß zum Boden. Lass die Zehen gepointet sein und dann heb das Gesäß nach oben für Purvottasana, die schiefe Ebene. Ein und wieder aus. Einatmen hier. Ausatmen, langsam wieder zum Boden zurückkommen, bring bitte beide Fußsohlen aneinander für Baddha Konasana. Du kannst gern deine großen Zehen greifen oder so um deine Zehen herumgreifen, der Rücken ist bitte ganz gerade, zieh die Schultern zurück, lass die Knie nach unten gehen Richtung Boden, atme ruhig und tief ein, ruhig und tief wieder aus. Wenn du möchtest, kommst du langsam mit geradem Oberkörper mehr und mehr nach vorn. Die Schultern bleiben bitte hinten. Eventuell können deine Ellenbogen die Knie leicht nach unten bewegen. Das Kinn geht mehr Richtung Brust, ruhiger, gleichmäßiger ein. Lange wieder ausatmen. Wenn du möchtest, löst deine Füße mit, also von den Händen und strebe mit den Fingern nach vorn, um die Länge im Rücken, die Vorwärtsbeuge, noch mehr zu betonen. Ein und wieder aus.
Einatmend richte dich langsam wieder auf, bring die Hände unter die Knie, löse dich aus dieser Haltung und strebe mit den Füßen nach außen für Upavishta Konasana. Komm hier in die Position hinein, richte den Oberkörper auf, zieh die Füße zum Körper. Wenn du möchtest, kannst du auch gern hier mit Unterstützung arbeiten, wenn die Beine, Rückseiten ein bisschen rummeckern. Halte den Fokus in dir, die Beine sind aktiv, die Verwurzelung zu jedem Zeitpunkt deiner Praxis spürbar. Richte dich einmal gut auf und dann komm mit dieser Aufrichtung langsam nach vorn. Die Arme unterstützen dich wieder in die Vorwärtsbeuge zu kommen. Upavishta Konasana. Ruhiger, gleichmäßiger, tiefer Atem. Es geht nicht um die Endhaltung, es geht um den Weg. Ein und wieder aus. Jegliches Wollen, jegliches Streben, jegliche Bemühung entfernt dich von der Einheit. In dem Moment, in dem du einfach bist und wahrnimmst, geschieht alles. Und dann komm langsam wieder aus der Haltung heraus, bleib einen Moment hier in dieser Aufrichtung. Nimm die Arme hinzu, bring die Hände wieder ins Lotus Mudra. Ein, streb nach oben und ausatmen, zieh die Lotusblüte zum Herzen. Halte hier, spüre die Öffnung. Bring die Hände ins Anjali Mudra. Bewahre die Energie im Herzen. Bring dann die geöffneten Hände Richtung Zentrum. Speichere hier. Ein und wieder aus. Die Wertschätzung aller unteren Chakren für den Aufstieg nach oben. Keines ist weniger wichtig, keines ist wichtiger als das andere. Löse dich langsam aus dieser Haltung, bring mit den Händen die Beine wieder zusammen, überkreuze bitte deine Fußgelenke, roll dich über die Knie in die Liegestützposition. Einatmen hier, Soha. Ausatmen wie ein Brett Richtung Boden gehen. Einatmen, Bhujangasana. Ausatmen zurück, Adho Mukha Svanasana, herabschauen nach unten. Atme ruhig und tief ein, atme lang wieder aus. Ruhig und tief ein, lang wieder aus. Einatmen, bring deine Knie Richtung Boden zurück, komm bitte in den Fersensitz, Hände liegen gern mit den Handflächen nach oben gedreht auf deinen Oberschenkeln. Atme ruhig und tief ein, lang wieder aus. Einatmen, richte dich weit nach oben auf, komm in den Kniestand hinein. Lotus Mudra über deinem Kopf, was dich immer wieder daran erinnert, wo du hin möchtest. Stille, Frieden, Einheit. Jegliche Bewertung, jegliches Streben, jegliches Bemühen entfernt dich von diesem Ziel. Bring langsam deine Hände in den Bereich deiner Lendenwirbelsäule, links und rechts von der Wirbelsäule, gute Stütze, Beckenboden ist aktiv, Blick und Herz nach vorn ausgerichtet. Komm in deine Variante von Ustrasana hinein. Wichtig, der Steißbein zieht nach unten Richtung Boden. Ruhiger, gleichmäßiger, tiefer ein, ruhiger, tiefer ausatmen. Kein Bemühen, kein Streben, vielmehr sein, dich in diesen Moment hineinbegeben. Einatmen, langsam wieder nach oben kommen. Ausatmen, wieder zurück in den Fersensitz, Handflächen drehen nach oben. Ham, so, das bin ich.
könnte auch sagen, Gott bin ich. Einatmen, richte dich auf, Lotus Mudra über deinem Kopf, hier die Konzentration halten. Jegliche Polaritäten gehen lassen, nur noch den Körper, den Atem spüren. Finde deine Variante von Ustrasana, dem Kamel, entweder mit den Händen im unteren Rückenbereich oder wenn du möchtest, gibst du deine Hände auf deine Fersen, achtest dann bitte darauf, dass du das Becken wieder nach vorne schiebst, Blick nach vorn gerichtet oder Blick nach oben. Ruhiger ein, lange wieder ausatmen, ganz und vollkommen in diesem Moment aufgehen. Ruhig und tief ein, entspannt und gelöst wieder aus. Stille. Langsam kommst du aus der Haltung wieder nach oben heraus und langsam setzt du dich zurück auf deine Fersen. Ausgleichend, komm bitte in die Haltung des Kindes mit den Händen. Vielleicht möchtest du die Knie weiter öffnen, sodass Bauch und Rücken sich entspannen können. Einen Moment hier, spüre nach. Und dann stell dich bitte auf die letzte Haltung ein. Du kommst in den Fersensitz. Vom Fersensitz ausgehend bringst du dein Gesäß zu deiner linken Seite, stellst den rechten Fuß einmal über, nimmst eventuell ein Kissen oder einen Block unter das Gesäß, sodass beide Sitzbeinhöcker gut am Boden sind. Richte dich einmal gut auf. Bring dann den rechten Arm weit nach oben und dann dreh zu deiner rechten Seite, setz die Hand wieder zum Boden zurück, eventuell geht die linke Ellbeuge um das rechte Knie herum. Die Drehung geschieht oberhalb deines Bauchnabels im Bereich deiner Brustwirbelsäule. Der Kopf muss nicht so stark mitdrehen, der kann auch gerne über dem Brustbein bleiben. Ruhiger Atem, gleichmäßiger Atem. Tiefer Atem. Ausrichtung Sahasrara Chakra, Krone des Kopfes, ein Stück darüber, Stille. Einatmen, komm langsam wieder zur Mitte zurück, wenn du möchtest, kurz zur Gegenseite ausdrehen. Die Seite geschickt wechseln, das linke Bein, der linke Fuß kommt an die Außenseite deines rechten Oberschenkels. Richte dich hier einmal gut auf, Wirbelsäule ist gerade. Mit dieser Aufrichtung drehst du abschließend zu deiner linken Seite. Die linke Hand geht gern hinter den Rücken, rechter Ellenbogen um das Knie herum, Wirbelsäule ist gerade. Die Drehung erfolgt oberhalb deines Bauchnabels. Ruhiger, tiefer Atem, ein in die Länge, außen die Drehung. Aufmerksamkeit Sahasrara Chakra, Krone des Kopfes, Stille.
Einatmen, komm langsam wieder zur Mitte zurück. Ausatmen, dreh nach rechts. Und dann finde bitte abschließend zu einem Sitz deiner Wahl. Es kann, wenn du möchtest, der halbe Lotus sein, es kann auch der ganze Lotus sein, so du ihn probierst, so du ihn einfach dich, also in dem Sitz dich wohlfühlst. Roll die Schultern gerne noch einmal zurück, bring die linke Hand bitte ins Jnana Mudra oder Jnana Mudra, die rechte Hand, klapp bitte Zeigefinger, Mittelfinger ein, leg beide oder die rechte Hand an die Nase mit dem Daumen, mit dem Ringfinger, atme ruhig und tief ein. Wir gehen in Anuloma Viloma hinein, das heißt, wir werden den Atem zwischendurch einen Moment innehalten. Ist das für dich unangenehm, bleib bitte in Nadi Shodhana, das heißt, du bleibst einfach in der Wechselatmung, ohne den Atem anzuhalten. Ansonsten zähle ich für dich mit, du brauchst dich nur auf die Atemzyklen zu konzentrieren, auf die einzelnen Atembewegungen. Atme ruhig und tief ein, lang wieder aus. Verschließe bitte die linke Seite, atme über rechts auf 4 ein. Verschließe bitte die rechte Seite, halte den Atem auf 8. Öffne die linke Seite, atme auf 8 wieder auf. Links wieder ein. Verschließen und halten. Rechts öffnen, rechts wieder aus. Rechts wieder ein. Verschließen und halten. Links öffnen, links wieder aus. Links wieder ein. Verschließen und halten. Rechts wieder aus. Rechts wieder einatmen. Verschließen und halten. Links öffnen wieder aus. Links wieder ein. Verschließen und halten. Rechts öffnen, rechts wieder aus. Letzte Runde, rechts wieder ein. Verschließen und halten. Links öffnen, links wieder aus. Links wieder einatmen. Löse bitte die Hand von der Nase, leg sie ins Jnana Mudra auf den Oberschenkel. Atme über beide Nasengänge aus, lass den Atem natürlich werden, weich und fein, keine Atemtechnik. Lenke die Aufmerksamkeit innen zum Punkt Krone deines Kopfes, Sahasrara Chakra, ungefähr 10 cm darüber. Bleibe hier fokussiert, nimm wahr, was du wahrnehmen kannst, ohne Ablenkung.
Die Stille, die Sprache der Seele. Die Stille, in der scheinbar nichts ist. Kein einziges Geräusch. Und trotzdem ist die Stille so voll. Die Leere scheinbar ein Nichts. Und erfährt man die Leere, erfährt man die Fülle. Im kleinsten Teil des Universums steckt das gesamte Universum. Das gesamte Universum bestehend aus vielen kleinen Teilen. Ich bin das. Das bin ich. Lass deine Hände im Gyan Mudra nach oben über deinen Kopf wandern. Finde hier deinen Lotus. Spüre Tor des Bewusstseins. Schöpfe aus diesem. Und bring langsam die Energie über den Scheitel zum dritten Auge. Intuition und Weisheit. Zu deiner Kehle, Ausdrucksvermögen, Reinheit, Klarheit, Authentizität. Zu deinem Herzen, Dankbarkeit, Freude, Liebe, Akzeptanz. Bring deine Hände ins Anjali Mudra. Und öffne das Anjali Mudra langsam nach unten, auf Höhe deines Bauchnabels, Persönlichkeit, Willensstärke, Durchsetzungsvermögen, Ich-Bewusstsein. Auf Höhe deines, ja, so zwischen Bauchnabel und Schambein, dein zweites Zentrum, Lebensfreude, Genussfreuden, Sexualität, Weiblichkeit, Kreativität. Und dann lass die Spitze nach unten zeigen zu deiner Wurzel, zu deiner Basis. Urvertrauen, Männlichkeit, Verwurzelung. Lass Zeigefinger und Daumen sich wieder berühren und geh noch einmal diesen Weg des Werdens nach oben, form deine Lotusblüte. Bring die Energie zu deinem Herzen ins Anjali Mudra. Und wenn du magst, dann bedank dich bei dir selbst für diese Reise durch deine Energiezentren, von der Materie ins Bewusstsein hinein. Bedank dich bei deinem Körper, dass er dir diese Reise ermöglicht hat. Und wenn es noch etwas gibt, was du jetzt formulieren möchtest, wäre ein wunderbarer Moment dafür. Mögen alle Wesen in allen Welten glücklich und zufrieden sein. Loka, Samasta, Sugino, Bhavantu. Mögen wir alle unseren Beitrag dazu leisten. Namaste. Vielen lieben Dank für die Begleitung, fürs Mitpraktizieren durch diese Zentren. Hab eine schöne Zeit. Ich hoffe, ein paar Inspirationen konntest du für dich mitnehmen, deine eigene Praxis und vor allen Dingen auch in deinen Alltag hinein. Vielen Dank. Namaste.